Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen Samstagmorgen, 1. April. Ich sag's euch gleich, passt auf, ich bin heute Morgen aufgestanden und hab schon wieder 1000 Tweets, Insta-Posts gelesen, bei denen ich mir am Anfang erstmal dachte, hä? Als ob? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, oh Gott, 1. April. Also, ich werde mich heute von Social Media wirklich weitestgehend fernhalten. Ein ganz anstrengender Tag, wobei ich normalerweise den April extrem feier. Denn zum einen bin ich in diesem Monat geboren und zum anderen endlich der Monat, in dem Playoff-Basketball stattfindet. Jetzt ist wirklich nur noch ein paar Tage und dann geht's los. Dann gibt's noch das Play-In. Die Western Conference spitzt sich gerade eben zu und wir spielen jetzt heute gegen die Cleveland Cavaliers mit Darius Garland, Terry Rozier, Josh Richardson, Evan Mobley und Jared Allen, wie auf der anderen Seite, ja, mit einer fast kompletten 90er Starting Five via Jalen Brown, Franz Wagner, Paolo Banchero und Wendell Carter Jr. Wir gehen direkt rein. Starting at point guard, 6 foot 6 inches, number 00. Okay, die Cavs stehen bei 9-3, wir stehen bei 12-3. Ich will gleich zum Start ganz kurz noch sagen, ich habe eigentlich gedacht, ich komme hier durch, ohne es kurz zu erwähnen. Aber ich merke schon nach 2 Minuten, ich bin leider ein klein wenig angeschlagen von der Stimme her. Und das wird man eventuell auch das ein oder andere Mal hören. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich mich vielleicht zwischendurch einfach mal räuspern muss. Es ist, ich dachte mir die ganze Zeit immer so, jeder schreibt, boah, ich bin die ganze Zeit erkältet, ich schlepp mich von einer Erkältung in die andere und ich denke mir so, ja, ich bin die ganze Zeit topfit, mega. Mega geil. Da. Man soll's immer nicht verschreien, sagt man so schön. Genau. Aber mir geht's gut, wie gesagt, bloß meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich habe gestern auch für meinen anderen Kanal viel aufgenommen und manchmal labert man dann wirklich 2 Stunden Tuschur durch. Okay, Darius Garland spielt auch eine verdammt starke Saison. Generell, ich bin mega gespannt auf die Cleveland Cavaliers in den Playoffs. Für mich so ein kleiner Underdog-Favorit. Muss zwar schon sehr viel zusammenkommen, aber sie haben auf jeden Fall... Sie haben auf jeden Fall eine brutal starke Frontcourt, die... Ja, sie haben mit Darius Garland und Donovan Mitchell haben sie wirklich einen verdammt guten offensiven Backcourt. Haben eigentlich auch eine ganz ordentliche Tiefe. Also das ist ein Team, was man wirklich auf dem Zettel haben muss. Mit einer der besten Defenses der gesamten NBA, während Wendell Carter Jr. mir hier nicht meinen zweiten Assist gönnt. 3-2. Schreibt mir doch mal, was denkt ihr, wie weit? Defense fällt nicht. Ran, schneller, schneller. Eurostep. Nein, der Pass kommt. Oh, der Pass kommt nicht. Interception von Richardson. Ja, okay. Ja, Alter, so sitzt du mich mal aus, Mann. Dick in dein Gesicht. Puh. Ja, ich habe mir leider sehr, sehr früh 2 Fouls abgeholt. Deswegen wurde ich vom Head Coach runtergenommen. Wir gehen direkt rein ins zweite Viertel. Steht 26-23. Yo. Die nächsten Punkte. So halber Standing Dunk. Und dann trotzdem so abzuheben. Scary Terry. Evan Mobley, der auch. Das ist so ein Riesentalent. Macht hier die nächsten Punkte. Gegen Paolo Banchero. Bankshot. Let's go. Dafür reicht meine Stimme auf jeden Fall noch, um einen richtig starken Posterdank zu kommentieren. 7-2-2. Darius Garland. Wieder Paolo Banchero in der Defense. Macht es richtig gut. Er geht halt rein. Rotzfrech. Okay. Oh ja.
Na, ich hab den Pass nicht gefordert. Warum finisht er den nicht? Oh, Double Team. Und, jo. Puh, das war eine knappe Geschichte. Rozier. Aber hier jetzt mit dem 5-Out. Die Zone ist komplett offen. Gut verteidigt. Wir sind direkt in der Transition Offense. Ja, Leute, ich bin auch mal gespannt, wie es jetzt weitergeht mit 2K. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber immer mehr Content Creator, besonders aus den Staaten, verabschieden sich aus dem Next Maker Program. Das ist quasi, naja, man kann sagen, sowas so wie ja, das interne 2K-Programm, wo dann wirklich bloß die, die ganzen Content Creator reinkommen. Und viele, ja, haben ihren Unmut ja in den letzten Wochen schon auf Twitter und Instagram und in ihren Videos geäußert. Also keiner hält sich da jetzt mehr so wirklich zurück. Und die ersten sagen jetzt auch, okay, wir denken um. 2K hat in diesem Jahr wirklich viele Fehler gemacht. Auch von der Kommunikation her muss man, boah, das ist krass. Also wie du so mit deinen Content-Creatern umgehen kannst, wie du so mit der Community generell umgehen kannst, ist schon echt schwierig. Ich halte mich da weitestgehend raus. Aber auch ich mache mir Gedanken, wie es weitergeht mit 2K. Weil die Karriere in diesem Jahr war wirklich sehr, sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Also die Story jetzt auch nochmal Revue passiert. Pass raus. Brown. Ja, der Dreier kommt. Wenn man das ganze Revue passieren lässt, die Story war eigentlich der absolute Rotz. My Team. Kriegt ihr vielleicht selber mit, was da gerade eben abgeht mit den Odds, mit den MyTeam-Point-Käufen. Was am Anfang, was man da an Content gebracht hat und was man jetzt dann irgendwann so ab Januar an Content gedroppt hat. Irgendwie alles gerade so ein bisschen unschön und naja, mal gucken, wie es weitergeht mit 2K. Yes, Sir! Der Time Lord stopft das Ding. Er ist heute wieder so ein Spiel, in dem ich gar nicht so viel punkten muss. 7 Assists schon. 50-48. So, Darius Garland. Ja, da... Boah, guter... Boah. Okay. Starker Pass. Mal schauen, vielleicht können wir das gleiche machen. Nee, aber jetzt der Pass raus. Oh, Markel Fultz ist doch da eigentlich frei. Ah, der fällt natürlich wieder raus, wie immer, logischerweise. Melton. Ja, okay, ein Handoff nach dem anderen und Darius Garland zündet einfach mal. Nein, wir gehen direkt nach vorne. Werden da, boah, Alter, richtig krass gepusht. Mal schauen, was Markel Fultz auf dem Kasten hat. Spielt ihn in den Post gegen Paolo Banchero. Der spielt seinen Körper aus und macht die nächsten Punkte stark. 52-50. Ja, da kommt die Defense. Pass auf Franz. Der geht Richtung Freiwurflinie, verliert fast den Ball. Spielt ihn mir. Und ich mit Kontakt. Drittes persönliches Foul von Garland. Und wir mit zwei Freiwürfen. Yo, sitzt. 63-58. Übrigens, nicht vergessen, Ziel MVP in der Saison. Da muss ich mal schauen, jetzt gleich nach dem Spiel, wo ich stehe. Alter, ganz wilder Wurf. 63-61. Das will ich auf jeden Fall in der Saison angreifen. Oh, das ist keine gute Idee. Da komme ich mit dem Drive über links. Badges sehen ja jetzt richtig gut aus. Bin ich am Überlegen, ja. Was ich da vielleicht noch für ein System integrieren könnte, dass wir sagen, okay, wenn wir das und das geschafft haben, dann
kriegen wir eine neue Plakette. Nein, Defense ist komplett alt. Als ob, was ist? Ey, krasser verteidigen kannst du es halt wirklich nicht. Ja, der Pass kommt und die nächsten Punkte. Scary Terry. Wie kamen die Leute eigentlich auf den Namen? Das weiß ich gar nicht. Scary. Alter, wenn der jetzt wieder fällt, dann. Ja, schön. Pass auf Franz. Ja, der macht nichts draus. Doch, macht er. Okay. 5 Punkte Führung. Ich habe eine Idee, Leute. Und zwar, erinnert ihr euch noch, vor, ich glaube, 2 Jahren haben wir immer so Challenges gemacht. Zum Beispiel, treff 10 plus Dreier, mach 40 plus Punkte, erziel ein Triple-Double, was auch immer. Und dass wir einfach in jedem neuen Matchup sagen, das ist unser Ziel. Nehmen wir heute jetzt einfach mal als Beispiel Triple-Double, wenn wir gerade eben sowieso schon auf dem Weg dahin sind. Und wenn ich das erreichen sollte, dann darf ich eine neue Badge vergeben. Das ist doch eigentlich gar keine schlechte Idee. Dann hat man immer so ein bisschen einen neuen Fokus. Hat jedes Spiel aber auch ein bisschen Spannung. Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? So, deswegen machen wir jetzt ab sofort einfach jede Folge eine neue Challenge, die wir mit reinnehmen. 18-6-9. Okay, also Triple-Double ist jetzt das Ziel. Das bedeutet, ich brauche noch 4 Rebounds und einen Assist. Klingt ziemlich machbar. Außer ich greife solche Dinger nicht ab, dann wird es mit den Rebounds ein bisschen schwierig. Ja, Ben Kara hat wieder keinen Bock, mir den Ball zu geben. Warum auch? Jaylen Brown aus der Ecke. Nope. Rebound bei uns. Jetzt reicht es dann langsam ein bisschen. Nein, was sind denn das für Dreier? Okay, Alter, was für ein Bilder-Putback von Wendell Carter Jr. Ja, Rebound Nummer 7. Jaylen Brown, wenn er den jetzt vielleicht finisht, dann wird das der 10. Assist. Nein, wird er nicht. Okay, dann hole ich mir nochmal jemand anderen. Pass kommt raus. Und Jaylen Brown aus der Ecke. Nein, das ist, warum auch, ne? Kein Problem. Dreier überbewertet. Ja, Franz mit dem Dreier. Wichtig, dass der mal fällt. 85-84. Noch 10 Minuten im 4. Viertel zu gehen. Ein Punkt Unterschied. Und Paolo Banchero Defense. Ja, das ist nichts. Ja, Rebounds wird langsam ein bisschen eng, Freunde. Was macht der? Ach komm, ey. Was ist denn das bitte für ein Pass, den wirklich keiner auf diesem Planeten erreichen kann? Ja, ja. Mach ihn. Hallo. Mach da ihn rotzfrech mit N1. Ich wollte gerade schon richtig hardcore meckern, aber dann auch. Okay. Alles geplant. Die Gegner rankommen lassen, um dann mit N1 zu finishen. Ja, wäre dann geil, wenn der Freiwurf auch noch reinfällt, aber ansonsten starke Aktion. Melton. Ja, der Dreier kommt. Ah, Jaylen Brown mit dem Rebound. So, jetzt Time Lord auf die linke Seite. Und dann rein damit. Es ist Nummer 10. Easy. Okay, ja, pfeif mal aufs Triple-Double. Das ist gerade Top-Duell. Und da kommt der Block von hinten. Chase-Down-Block. Let's go. Franz, spiele nochmal. Das ist zu eng. Die parken da. Ey, Alter, die parken ja den Bus unterm Korb. You can get to und dann gibt's die Sonderlieferung. Nummer 11. Boom. Abfahrt. Will das Spiel auf jeden Fall gewinnen.
Bin da. Ja, 8 Minuten, also auf jeden Fall noch ordentlich viel Zeit auf der Uhr. Nein. Fällt nicht. Das mag. Okay, nächster Pass. Ja, okay, da heute ein bisschen Dime God. Ja, und ich ziehe das Foul. 5. persönliches für Evan Mobley. Wir führen mit 101 zu 93. Noch 2 Rebounds vom Triple-Double entfernt. Jupp. Mache ich jetzt 10 Punkte Führung um 4 Minuten auf der Uhr. Ist noch nicht vorbei, aber sieht auf jeden Fall jetzt gerade eben gar nicht so schlecht aus. Und der macht ihn. Ey, es ist so krass, was für Würfe die manchmal treffen. Boah, das war kurz vor der Backcourt-Violation. Ja. Jared Allen geht da down. 22, 8, 12. Richtig schönes Spiel. Alles mit drinnen. Richardson. Er macht, ja krass. Da kann man nichts dagegen sagen. Das war gut gemacht. Jalen Brown, Franz Wagner. Boah, schönes Handoff. Und dann leichte Punkte. What? Darius Garland, 6. Ja, okay, er hat echt viele Dreier getroffen. 46 Punkte, das wundert mich gar nicht. Ja, da komme ich davon mal abgesehen, dass ich zu klein bin, um dann so einen Wurf noch zu contesten. Brown. Der Pass geht raus. Brown nimmt ihn nicht. Ist in der Isolation gegen... Ich weiß gar nicht, wer das ist. Merton mit der 3. Die Nummern ändern sich dann leider... Nee, Scary Terry ist es doch, oder? Von der... Vom Aussehen her. Alter, da wäre ich... da haben meine Enkel schon leicht im Krankenhaus gesehen. Jetzt kommt die Ganzfeldpresse der Cavs. 111, 103. Aber... Hier überspielen wir mal ganz locker. Pass kommt raus zu Franz. Brown. Geh hier rein. Und dann werde ich abgeräumt. No way. 26, 8, 12. Defense. Defense. Er nimmt ihn. Und er macht ihn nicht. Und damit ist das Spiel eigentlich vorbei. Brown mit einem... Oh, was ist das denn bitte? Jetzt wird's nochmal wild zum Ende hin. Er muss ihn nehmen. 1 Sekunde auf der Uhr. Ich krieg ihn! Rebound Nummer 9! Ich brauche noch einen Rebound! Dann darf ich ein Triple-Double. Komm! Und ich krieg den wirklich. Ich krieg den wirklich! Let's go! Und der Dreier auch noch straight in dein Gesicht. Boom, boom, boom! Also, dürfen wir eine Badge nach oben hauen. Wir gewinnen gegen die Cleveland Cavaliers. Hat Bock gemacht. Richtig guter Gegner. 114 zu 103. Und am Ende mache ich echt den Sack noch zu. Geil! Und das ist, glaube ich, auch das, was dann einfach Spaß macht. Wir gehen rein in die Folge. Ich sage, okay, das ist das Ziel. Double-Double, Triple-Double. 20 plus Assists, mal irgendwas komplett Verrücktes. 10 plus Dreier. Was auch immer, gibt es so viele. Kein Turnover zum Beispiel ist auch was, was richtig schwierig ist. Ja, bester Spieler, ja, wer denn sonst, oder? 29, 10 und 12, 1 Steal, 2 Blocks, 7 Turnover, die blenden wir mal kurz aus. 17, 8 und 6 von Paolo Banchero, Franz Wagner mit 16 Punkten.
Darius Garland mit 48, 4 und 5, 17 von 33, 5 und 15, also sehr, sehr stark. Evan Mobley mit 20, 9 und 4 und Terry Rozier the Third mit 11, 2, 4. Yo! Also, dann haben wir doch wieder ein bisschen was, wo wir jetzt keine Fantasy Points haben, aber trotz allem, wo wir sagen können, okay, da können wir uns noch nach oben powern. Bin ich mal generell gespannt, weil in der Offseason ist ja so viel passiert. Akrobat sind wir bei Bronze, Luftmagier. Grenzenloser Absprung. Ist auch nicht so schlecht, dass man noch von weiter draußen abspringen kann. Glitschig. Was ich gesehen habe, dass meine ganzen Passing Skills irgendwie bloß auf Bronze sind. Kettenbrecher, Hassgeber. Dann machen wir das mal hoch. Oder mache ich Hallengeneral. Hallengeneral. Krass, da haben wir richtig was zu tun. Ey, wenn ich hier sehe, wie viele da noch auf Bronze ist, da muss ich ja gefühlt in jedem Spiel meine Challenge schaffen und erledigen. Ja, ihr wollt sicherlich, also erstmal wollen wir reinschauen, MVP und so weiter. Wie sieht's denn da aus? Achso, das sind die Stats nur von meinen Teammates. Liga-Führende. Ja, okay, da bin ich auf jeden Fall weit von entfernt. War es nicht früher so, dass unser Spieler immer oben als Vergleich angezeigt wurde? Habe ich immer so in Erinnerung gehabt. Schauen wir hier rein. Also 18,8, 8,4, 6,4. Das wird nicht reichen. Auf gar keinen Fall. Das bedeutet, ich brauche mal ein paar Spiele, in denen ich richtig abgehe, wo ich vielleicht auch mal so 40 oder 50 Punkte rausballer. Leute, wie könnte das anders sein? Was glaubt ihr, gegen wen spielen wir jetzt als nächstes? Straight ablehnen. Ja, wir gewinnen erstmal hier unsere Kevin Knox. Nee, ein anderer Knox. Nazir Little. Wendell Cut. Nein. Ja, wir spielen natürlich gegen die Celtics. Und damit gegen Wembanyama. Marcus Smart, Anthony Simons, Jason Tatum, Larry Nance Jr. und gegen unseren alten Teammates, Victor Wembanyama. Das Ganze gibt es dann morgen. Ich hoffe, ihr habt Bock damit einer neuen Challenge. Das verrate ich euch jetzt aber noch nicht. Und dann schauen wir doch mal, ob wir Wemby aufs Poster packen können. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Euch allen einen schönen Samstag. Und wie gesagt, lasst euch am 1. April nicht von irgendjemandem ärgern und verarschen. Bis dahin, Leute. Ciao.